Seit Itachi eingeschlafen war, stand er unter starker Beobachtung. Payne und der Professor starrten die anzeigenden Maschinen an und der alte Mann schüttelte den Kopf. Wahnsinn. Wahnsinn, flüsterte er immer wieder und drehte an der Maschine herum. Er beobachtete die Anzeigen und notierte sich hin und wieder etwas. Payne machte sich dann mehr Sorgen darüber, was die Maschinen anzeigten. Und irgendwann fragte er doch nach, was das alles überhaupt zu bedeuten hatte. Na, die Anzeigen zeigen deutlich, dass der junge Mann Probleme hat. In seinem Kopf schwirren Sorgen und Schuldgefühle herum. Aber ich glaube eher, dass er einen Psychiater braucht, nuschelte der Opa und Payne schnaubte. Wenn es danach geht, brauchen wir alle einen Psychiater. Aber wo soll ich den denn herbekommen? Soll ich den bezahlen oder auch entführen? Sehe ich aus, als würde ich sowas alles hinbekommen? Der alte Mann musterte Payne und grinste ein wenig. Kann es sein, dass wir sie auch mal hier in die Maschine anschließen sollten? Ich glaube, sie haben auch so das eine oder andere Problem. Kann das sein? Ein wütender Blick traf ihn und er schwieg lieber schnell. Erneut widmete er sich den Anzeigen und seufzte schwer. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stromstöße ich dem Kleinen verpassen muss. Die Schuldgefühle stecken wohl schon ziemlich tief. Also doch Psychiater, oder wie? Schnaubte Payne leise und rieb sich die Schläfe. Ich habe ja schon immer geahnt, dass das alles nicht so einfach an ihm vorbeigehen würde. Hätte mich ja gewundert, wenn er über alles hinweggehen könnte. Und besonders, wenn es um seinen kleinen Bruder geht. Das sind schon richtige Komplexe. Aber dass es so schlimm ist. Der Professor sah ihn einen Moment fragend an und seufzte dann. Na, ich werde mich in den nächsten Stunden einfach mal um ihn kümmern und immer mal wieder ein paar Stromstöße in seinen Körper schicken. Vielleicht werde ich seine Träume ja ein wenig ändern können und das wird sich mit Glück auch ein wenig auf seine Laune auswirken. Payne nickte und seufzte schwer. Im Grunde wollte er einfach nur, dass seine Untergebenen endlich wieder vernünftig arbeiteten. Und wenn sich dann auch noch die Laune von Itachi ein bisschen verbesserte, dann war das auch nicht gerade schlecht. Der hatte immer eine Laune. Und Payne war am Überlegen, ob er nicht Hidan als nächstes an diese Maschine anschließen sollte. Dessen Laune war ja auch permanent zum Kotzen. Zitternd steht Sasuke vor mir und fragt mich immer wieder, warum ich das getan habe. Er ist ein Kind, doch einfach nur ein Kind. Ich kann ihn nicht anlügen. Ich kann ihm doch nicht so wehtun. Langsam schließe ich meine Augen und das Sharingan deaktiviert sich. Ich will ihn einfach nur in den Arm nehmen und ihm endlich erklären, was los ist und warum ich ihm das angetan habe. Was los war und warum ich unsere ganze Familie töten musste. Er ist ein Kind, ein hilfloses Kind und aus dem Grund gehe ich zu ihm und nehme ihn einfach in den Arm. Erst prügeln seine kleinen Fäuste auf mich ein, doch irgendwann gibt er auf und drückt sich nur zitternd an mich. Ruhig streichle ich ihn über den Rücken und flüstere leise. Es tut mir leid, Sasuke. Ich werde dir alles erklären, wenn du älter bist. Aber vorher möchte ich dich etwas fragen. Wirst du mit mir kommen? Wenn ich Konoha verlasse, würdest du mich begleiten? Sasuke sieht aus großen Kinderaugen zu mir auf und blinzelt ein wenig. Doch dann nickt er und klammert sich fest an mich ran. Ich werde dir überall hin folgen. Wenn es sein muss, bis ans Ende der Welt, Itachi. Du bist mein Bruder und alles, was mir noch geblieben ist. Ich weiß zwar nicht, was mit dir los ist oder warum du das getan hast, aber wenn du mir das irgendwann erklärst, dann ist das in Ordnung. Und ich werde mit dir gehen. Wir müssen aber sofort verschwinden, flüstere ich leise. Wir müssen ganz weit weg von hier, wo uns niemand kennt. Ich werde mich hier nicht mehr blicken lassen können. Du müsstest alles aufgeben. Bist du dir dessen bewusst? Erneut nickt Sasuke und ich drücke ihn an mich. Ich hab dich lieb, Itachi. Und ich werde überall mit dir hinkommen, das verspreche ich dir. Glücklich sehe ich ihn an und nicke ein wenig. Dann schnappe ich mir meinen Bruder und verschwinde mit ihm aus Konoha. Ich lasse alles hinter mir. Meine Vergangenheit, meine Schmerzen und die Erinnerung an ein Leben, das ich so nie hätte führen wollen. Ein paar Jahre später steht Sasuke als erwachsener Mann vor mir. Er ist ein ausgezeichneter Kämpfer geworden und ein selbstbewusster junger Mann. Ich habe ihm alles erzählt, was damals wirklich passiert ist und warum ich unsere Eltern töten musste. Dass ich überhaupt keine andere Wahl hatte, wenn ich Konoha schützen wollte. Auch, dass ich ihn hätte töten sollen, habe ich ihm erzählt. Und dass ich es einfach nicht konnte, weil er der Einzige in meiner Familie war, den ich je geliebt habe. Er hat es sogar relativ gut aufgenommen. Auch die Tatsache, dass ich wohl in den nächsten Wochen erblinden werde, habe ich Sasuke ziemlich gut beibringen können. Zwar war am Anfang deswegen sehr traurig gewesen und hat alles versucht, mich zu retten. Aber irgendwann haben wir beide das einfach akzeptiert.
Kann man sich vorstellen, dass Suko und ich jetzt beinahe ein normales Leben führen? Beinahe, weil wir uns zusammen damit beschäftigen, Auftragsmorde zu übernehmen. Wir sind beide aus Konoha verbannt worden und sind beide, obwohl Sasuke damals noch ein Kind war, gesucht in Ninja geworden. Aber trotzdem führen wir ein angenehmes und beinahe ruhiges Leben. Wir genießen es so, wie es ist, auch wenn es nicht perfekt ist und schon gar nicht das ist, was wir uns vielleicht mal erträumt haben. Es ist unser Leben. Wenn ich daran denke, dass ich überlegt hätte, Sasuke dazu zu bringen, dass er mich hasst, dann wird mir ein wenig anders. Ich liebe meinen Bruder und ich weiß, dass er mit der Wahrheit besser klarkommt, als ich es selbst gedacht habe. Aber wütend ist er trotzdem auf Konoha und ich musste ihn einige Male davon abhalten, dieses Dorf anzugreifen. Aber jetzt hat er mir versprochen, dass er sich dort nicht mehr blicken lässt. Ich habe noch immer Angst, dass ihm irgendwer was tun könnte. Und ich will doch nicht mehr, als dass es ihm gut geht. Allerdings bin ich mir sicher, dass wir das zusammen schaffen können. Am nächsten Morgen wurde Itachi nur langsam wach und er fing an, sich die Elektroden vom Körper zu ziehen. Kisame gähnte leise und pulte sich die Stöpsel aus den Ohren. Na, wie hast du geschlafen? Itachi schüttelte nur den Kopf und winkte ab. Er wollte nicht darüber reden und er wollte sich schon gar nicht eingestehen, dass sein Leben wirklich so hätte verlaufen können. Sasuke war damals ein Kind, ein kleiner Bruder, der ihn vergöttert hatte. Er hätte ihn einfach schnappen können und mit sich nehmen können. Der Kleine wäre mit Sicherheit mitgekommen und hätte nicht einmal Fragen gestellt. Aber nein, er hatte sich ja lieber für diese Art der Problemlösung entschieden. Aber was hätte er tun sollen? Wie froh wäre er gewesen, wenn sein Leben wirklich so verlaufen wäre. Aber es war nun mal nicht so. Und nun musste er wohl oder übel damit leben, dass Sasuke ihn hasste. Und wohl auch so lange hassen würde, wie er noch im Leben war. Was danach kommen würde, wusste Itachi nicht. Denn immerhin wusste er, dass es da jemanden gab, der ihm alles erzählen wollte. Und dann würde er sich nicht mehr wehren können. Mit einem leisen Seufzen erhob sich Itachi und streckte sich ein wenig. Auch wenn der Traum ihn irgendwie traurig machte, es gab ihm die Hoffnung, dass Sasuke seinen Hass vielleicht irgendwann überwinden konnte. Müde rieb er sich über die Augen und gähnte leise. Perplex sah Kisame seinen Teamkollegen an. Er musste gestehen, dass er noch immer nicht sonderlich gut aussah, aber besser als in den letzten Tagen. Selbst die Augenringe waren Millimeter kleiner geworden und vielleicht würde eine zweite Behandlung mit diesen Stromstößen ja wirklich helfen. Obwohl sich auch Kisame sicher war, dass Itachi eigentlich einen Psychiater brauchte und keinen, der ihm in den Träumen herumfummelte. Doch der Uchiha war stur, wie es wohl in der Familie lag, und wollte von sowas nichts hören. Am Frühstückstisch traf der Uchiha dann auch auf die anderen und natürlich auch auf Deidara. Der wurde wieder knallrot um die Nase, woran sich Sasori schon beinahe gewöhnt hatte. Unsicher beobachtete Pain Itachi, der sich wie jeden Morgen erst einmal eine Tasse Kaffee genehmigte und sich dann mit der Zeitung an den Tisch setzte. Ein Bild wie jeden frühen Morgen, und Pain fragte sich insgeheim, ob das alles überhaupt was gebracht hätte bei ihm. Doch als Kisame dann seiner Meinung nach ganz höflich nach einem Brot fragte und nicht wie sonst nur Brot knurrte, war Pain von dem Ergebnis der letzten Nacht beinahe begeistert. Immerhin war er der Meinung, dass von Brot zu Kisame gib mal das Brot eine extreme Steigerung vorhanden war. Und dadurch hatte sich auch das gelohnt. Ansonsten redete Itachi zwar noch nicht sonderlich viel, aber man konnte ja auch nicht erwarten, dass der Kerl mit mal anfing, wie ein Buch zu quatschen. Aus dem Grund war Pain am Überlegen, ob er Itachi gleich noch eine Nacht an diese Maschine anschloss oder ob er erstmal einen anderen nahm. Und da Itachi erst einmal ein wenig Ruhe gebrauchen konnte, entschloss er sich, jemand anderen mit Stromstößen zu versorgen. Er wusste zwar noch nicht wen, aber seine Entscheidung fiel ziemlich schnell, als ein extrem schlecht gelaunter Hidan in die Küche kam und sofort wieder am Rummeckern war. Das war in den letzten Tagen immer schlimmer geworden. Und wenn sich Pain nicht irrte, dann hatte sich Kakuzu mal beschwert, dass Hidan selbst im Schlaf noch vor sich hinflugen würde. Obwohl er sich daran wohl schon gewöhnt hatte. Aber das konnte ja nicht so weitergehen. Aus dem Grund beschloss Pain, dass Hidan als nächstes an die Maschine angeschlossen wurde. Mit einem breiten Grinsen stupste er diesen an. Du wirst heute Abend hier schlafen, das ist dir wohl klar. Und ich werde auch keine Widerworte gelten lassen. Ich werde dich an diese Maschine anschließen und wenn du deinen Gott dafür hast. Was soll die Scheiße denn? Ich glaube, ich ticke aus. Das kann doch nicht normal sein. Was soll ich denn an diesem Scheißteil? Knurrte Hidan und setzte sich an den Tisch. Er schnappte sich ein Brot und schnauzte kurz darauf Sasori an, der ihm den Käse vor der Nase wegschnappte. Pain war sich sicher, dass er irgendwann noch wahnsinnig werden würde. Wenn das so weiterging.
Um sich selbst zu retten, musste dieser Professor hier noch den einen oder anderen an diese Maschine anschließen. In diesem Moment tauchte Setsu neben ihm auf. Tobi ist gestern schon wieder durch die Gegend gelaufen und das die halbe Nacht lang. Ich habe keine Lust mehr, auf den Kerl aufzupassen, knurrte eine etwas tiefere Stimme. Aber sofort meldete sich dann auch die höhere. Außerdem machen wir uns Sorgen um Tobi. Was, wenn ihm was passiert? Man hört doch so viel, was Schlafwandlern passieren kann. Payne nickte nur und seufzte leise. Also erst Hinan und dann Tobi. Das mit seinem Schlafwandeln konnte auch nicht mehr so weitergehen. Ein wenig streckte sich der junge Mann und zog sich dann in sein Büro zurück. Irgendwann brauchte auch er mal Schlaf.